Ja, da ist ja, das, damit meinst du quasi ein Rhizom, das ja auch in alle Richtungen wächst, ne? Das ja auch nicht nur ein Zentrum hat, sondern das hat quasi ganz, ganz, ganz viele Zentren. Und während zum Beispiel bei einem Rhizom, das ja vor allem auch eben unter der Erde wachsen kann, das eben auch horizontal wachsen kann oder in alle Richtungen, diagonal, also da geht es in alle Richtungen, wachsen kann, dann gibt es ja immer wieder diese Querverbindungen und dann gibt es wieder Teile des Rhizoms, die schon wieder zerfallen, ja, und dann geht es aber schon, aber währenddessen das zerfällt, wachsen andere Teile weiter. Während zum Beispiel beim Baum, wenn der Baumstamm befallen ist und zerfällt, dann werden auch die Blätter abfallen. Also die können nicht weiter wachsen oder weiter überleben, wenn der Stamm weg ist. Und die Gesellschaften sind ja quasi so aufgebaut. Da gibt es diesen Stamm und dann von da aus wird dann alles hierarchisch quasi vertikal sozusagen jetzt einmal dann auf und aufgebaut sozusagen. Und das ist natürlich ein bisschen, das ist natürlich sehr riskant. Da gibt es ja eben Guattari und Deleuze, da hast du davon was gehört, ja, jemand, die sich mit dem Rhizom beschäftigt, nicht jetzt nur im Botanischen, so, ne, sondern auch wirklich so im Philosophischen eigentlich, ne? So Rhizom als ganz neue auch Gesellschaftsstruktur, wo eben nichts mehr so nur ein Stamm, ja, so diese vertikale Hierarchie, die ja überall sehr stark ist, was man jetzt vor allem jetzt zu spüren bekommt, überall, wie stark diese Hierarchie ist, ja, aber auch wie einengend, also die Menschen einengend, aber auch sich selbst einengend und damit, ja, ist es natürlich auch schon riskant, dass es zum Scheitern verurteilt ist, so eine Struktur. Rhizom ist das Stichwort eigentlich, ne? Also ein rhizomatisches Denken, rhizomatisches Leben, rhizomatische, keine Ahnung, also wo man, also in der Kunst ist es ja auch eh ein Gedanke, das Rhizom. Also mit dem Nikolaus Oldenburg in Wien haben wir immer jetzt das Gespräch über das Rhizom, ja, auch, dass man da rhizomatisch arbeitet. Oder was wir eigentlich machen, ist ja auch schon rhizomatisch, ne? Jetzt auch schon das Gespräch zum Beispiel hier, dann die Videos, dann schreibst du ein Buch, dann schreibe ich ein Buch, man tauscht sich aus, ja, und das beflügelt wieder oder befruchtet wieder andere und so entsteht dann so ein Netzwerk, ein Rhizom, das aber in alle Richtungen wachsen kann, gedeihen kann, auch wieder mal irgendwann wieder mal zerfällt, weil irgendwas so quasi abgelebt ist, eine Idee oder ein Vorgang, der dann nicht mehr relevant ist, der dann auch nicht mehr interessiert oder hat keine Relevanz mehr. Und dann wächst es, also das ist eigentlich so ein Kunstgeschehen, also ein Weltkunstgeschehen sozusagen in Form eines Rhizoms, wo viele Ideen auch zusammenkommen. Und die Ideen haben auch Querverbindungen. Ich stelle oft mal fest, wenn wir uns unterhalten, hier so wunderbaren Gesprächen, dass dort auf einmal dann so Querverbindungen entstehen, wo wir dann auch manchmal dann auch vom Thema auf was anderes umschwenken, aber das stimmt dann auch. Es ist dann so ein organischer Prozess, dann wächst ein neuer, da wächst ein neues Thema oder ein neuer Gedanke wächst da heran. Ja, und das ist so sehr spannend. Also das auch in diesen Diskussionen oder in Gesprächen sind auch rhizomartig sozusagen. Ne? Also das ist schon ein Rhizom. Nicht, dass einer sagt was und alle hören zu und der hat dann auch recht, weil er ist ja dann der alles weiß und der ist so die Respektsperson. Der hat auch einen Titel, der ist auch ein Doktor, by the way, ja, und da natürlich, ja, sondern dass eben jeder was da dazu gibt, eine Zutat, ja, und so alle Zutaten, da kocht man dann gemeinsam so einen Rhizomauflauf oder so, eine Rhizomsuppe. Ja, und alle werden satt dadurch, ne? Das ist doch ein schönes Bild, weil das findet oft in diesen hierarchischen Strukturen nicht statt, ne? Wo man also nicht zu widersprechen hat und Gehorsam höchste Priorität hat, da werden eben nicht alle satt. Das sieht man in Form von einer weltweiten Unzufriedenheit, die es eben überall gibt, ne? Die vor allem jetzt eskaliert, weil alle jetzt eben sehr unzufrieden sind, weil es ja völlig richtungslos wird und unscharf und weil man ja mit etwas, weil man jetzt etwas bekämpft, was quasi unsichtbar ist, wie wir gestern ja schon gesprochen haben. Ja? Und das natürlich setzt sich zur Unzufriedenheit noch dazu. Also zur Unzufriedenheit kommt jetzt noch die Unsicherheit. Also und diese Mischung, die ist natürlich extrem explosiv oder eigentlich implosiv für die Menschen, weil sie nach innen hin dann, wenn sie damit nicht wissen, umzugehen, ja, wenn sie nicht verwurzelt sind, nicht verbunden sind, ja, dass dann das Risiko besteht, dass man dann nach innen implodiert, nicht explodiert. Ja. Das kann passieren, ja, für viele Menschen jetzt. Und das ist natürlich die Tragik momentan und die Situation auch dann.
man merkt, wenn man dann hier in solche, in so eine Umgebung kommt, in diesen Raum, der ist wirklich wunderbar. Das ist Wahnsinn. Das ist magisch, wirklich. Da merkt man sofort, wenn man dann einfach nur ganz kurz steht oder sitzt und so nach innen spürt, wie man das sofort andockt und sofort sich extrem aufgehoben, sicher fühlt eigentlich, ja,